Liebe Gäste, die Volksgruppe Lübecker Land freut sich, zwei ganz, ganz tolle Fußballturniere bei uns im Lübecker Land unterstützen zu dürfen. Zum einen den Freeway Cup und zum zweiten das Pfingstturnier in Stemwede. Rainer Kröger ist einer von den Hauptorganisatoren aus dem Turnierteam. Rainer, mach uns ein bisschen Appetit auf das Pfingstturnier. Wen haben wir alles am Start? Ja, ich denke, ein sehr erlesenes Feld in diesem Jahr. Tolle Teams. Aus der Bundesliga haben wir VfL Wolfsburg, SV Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach. Und natürlich, ich zähle mal die Mühlis dazu, aus dem Ausland haben wir unseren Titelverteidiger Malaga FC dabei. Dann haben wir eine der leistungsstärksten Nachwuchsakademien, Red Bull Salzburg in diesem Jahr aktuell dabei. Und, ja, was wir eigentlich sonst nie machen, zwei Teams aus einem Land, aber für uns das absolute Highlight von der Insel, Tottenham Hotspur. Und ja, es gibt Namen, die möchte man einfach mal haben und präsentieren, und es gehört sicherlich dazu der FC Liverpool. Wahnsinn. Wie schwierig ist das, solche Mannschaften zu verpflichten? Man muss auch mal viel Glück dabei haben oder man muss passende Leute kennen. Das ist das Entscheidende eigentlich dabei. Speziell im deutschen Bereich ist es sehr schwer, da es viele konkurrierende Turniere gibt und auch der Trend teilweise dazu geht, dass Mannschaften nicht mehr Pfingsten spielen aufgrund der großen Belastung durch Champions League der Jugend, durch Länderspiele, durch die Bundesliga und, und. Also insofern, Kontakte ist eigentlich das A und O. Aber ihr seid ja seit 1978 am Start, ihr habt ja ein super Netzwerk und ganz, ganz viel Erfahrung. Vielleicht noch ganz wichtig, Pfingsten, die Spieltermine, dass wir uns die schon mal so als Save the Date schon mal abspeichern können. Ja, wie in jedem Jahr spielen wir am Freitag auf zwei ausgelagerten Spielorten. Wir fangen wieder in Lavelsloh und Holzhausen an, am 22.05. und am 23. und 24.05. geht es dann weiter in Stemwede-Wedem, wie in jedem Jahr. Und da sind die Zuschauer, die heute hier sind, auch natürlich gerne eingeladen, dann da mal zu schauen. Es geht dort um den Volksbank Cup und natürlich nicht zu vergessen, ganz, ganz toll ist auch freitagsabends das Elfmeterschießen der örtlichen Vereine in Wedem. Das hat Kultcharakter, das ist einfach cool. Das ist was ganz, ganz Großes. Wir wünschen euch jetzt schon mal viel, viel Erfolg. Sind sicher, das wird wieder eine ganz fantastische Veranstaltung. Pfingstturnier seit vielen Jahren. Ganz toller, großer Fußball bei uns im Lübecker Land, vor allen Dingen in Stemwede. Danke an Rainer stellvertretend für das Turnierteam vom TuS Stemwede. Switch auf den Court, dort jetzt das letzte Viertelfinale.